Lieber Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNSTV. Heute stelle ich euch in meinem Video ein ganz besonderes Gerät vor. Es geht um Begleitfahrzeuge fürs Wohnmobil, damit man am Urlaubsort flexibel ist. Und das ist heute der Skadi. Der Skadi ist ein deutsches Produkt, wird in Kiel gebaut, ist von zwei Ingenieuren entwickelt, konstruiert worden und besitzt eine Straßenzulassung. Das ist auch sehr wichtig. Er bekommt ein kleines Nummernschild wie ein Mofa. Man braucht einen Mofa-Führerschein, kann ihn aber auch mit jedem anderen Führerschein fahren, wie 1 oder 3 Auto-Motorrad-Führerschein. Der Skadi darf auf jeder öffentlichen Straße fahren und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 35, 36, 37 km/h. Und hat eine Leistung von 1,5 kW. Das ist sehr ordentlich. Das ist also kein Spielzeug mehr. Der geht also richtig nach vorne. Und deswegen haben die Erbauer auch einen Ökomodus eingebaut. Also wenn man Anfänger ist oder das Gerät neu hat oder jemand anders fahren lässt, das kommt ja schon mal vor, dann sollte man den Ökomodus benutzen. Dann fährt das Gerät wie ein ganz normaler Elektroroller. Ja, man kennt das, man setzt sich drauf, fährt los und ja, ganz gechillt, ohne Probleme. Wenn man dann aber eingeführt ist in das System, man hat geübt, man hat sich damit vertraut gemacht, dann kann man in den Power-Modus schalten und dann geht es richtig nach vorne. Ja, also das ist dann wirklich was für Könner und die, die es geübt haben, und das macht dann richtig Spaß. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht, so wie mir. Da kommen demnächst noch viele neue, interessante Beiträge, die ich für euch mache. Bleibt also am Ball, abonniert meinen Kanal. Ein Daumen hoch, euer Guido von GNSTV.